Morgen. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen bei meiner nächsten Etappe den Rhein entlang. Und zwar geht es heute von Worms nach Bingen, weiter den Oberrhein. Wir kommen dann noch an Nierstein, Oppenheim und Mainz vorbei. Und ja, ich bin heute Morgen hier bei mir zu Hause losgefahren, über die Rheinbrücke drüber, noch ein Stückchen durch Worms. Und jetzt bin ich hier am Ende vom Industriegebiet von Worms. Und der nächste Ort ist dann Rhein-Dürkheim. Und da bin ich jetzt auch gleich. Und die Tour geht los. Sagen zu der geologischen Lage hier. Und zwar fahren wir hier linksrheinisch auf der pfälzischen Seite, genauer gesagt Rheinhessen. Und auf der rechten Seite ist jetzt mittlerweile Hessen. Das hat sich geändert zwischen Mannheim und Lambertheim. Da war die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen. Jetzt will ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf meine letzte Etappe. Und zwar bin ich ja da extra einen kleinen Umweg gefahren, um zur Fundstelle zu kommen, wenn ihr euch erinnert, wo sie ja am 21. Oktober die Lok aus dem Rhein holen wollten. Jetzt ist letzte Woche eine Info gekommen, da ist gar keine Lok. Ja, das tut mir unheimlich leid für die ganzen Leute, die jetzt, glaube ich, 15 Jahre lang waren die Vorbereitungen. Und jetzt haben sie festgestellt, dass da keine Lok ist. Kann man nichts machen. Jedenfalls an der Stelle wünsche ich allen Loksucher viel Glück. Vielleicht klappt es ja doch noch irgendwann. Ich bin jetzt hier angekommen bei Aisch und zwar geht es hier runter zur Rheinfähre. Da kann man übersetzen nach Gernsheim auf die hessischen Seite und der Rheinradweg geht aber hier weiter Richtung Aischer See und da fahre ich jetzt auch entlang. Ja, und hier am Aischer See, da haben wir schon die erste Umleitung für heute. Statt geradeaus geht es links rum.
Baustelle ist beendet. Ich bin jetzt wieder auf meinem richtigen Weg, dem Rhein entlang. Und jetzt geht es wieder weiter Richtung Nierstein. Mittlerweile habe ich jetzt auch meine Jacke ausgezogen. Wir haben kurz vor 10 und es ist schon ganz schön warm. Es ist einfach Wahnsinn. Wir haben jetzt Mitte Oktober 2018 und der Sommer in diesem Jahr will einfach nicht aufhören. Und es soll sogar noch ein bisschen wärmer werden die nächsten Tage. Angekommen. Ich bin schon ein Stückchen durchgefahren und kurz vor Oppenheim ging der Radweg mal kurz über den Damm. Da haben wir den asphaltierten Weg verlassen und wie es jetzt aussieht, geht es wieder asphaltiert weiter. Und jetzt geht es raus aus Oppenheim, nächster Ort Nierstein. Fähre hier, wo man den reinsetzen kann, hier bei Nierstein. Da geht es dann rüber nach Gainsheim. Während ich jetzt Nierstein verlasse, fahre ich gerade hier am Roten Hang vorbei. Durch schöne Wingert hier, im Herbst ganz besonders schön.
und auch Nierstein, ein schönes kleines Städtchen am Rhein, ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn man mal gemütlich eine Auszeit braucht. Jetzt mal hier Halt gemacht an diesem schönen Rastplatz. Heute mache ich ein bisschen früher Mittag wie sonst als, weil heute koche ich mir ein bisschen was. Es gibt heute nämlich was Warmes. So, jetzt werde ich mal langsam essen. Bei mir gibt es heute Kürbissuppe. Ihr habt es gesehen, da war ein kleiner Kürbis mitgebracht. Und jetzt Mahlzeit. Das Mittagessen war sehr gut. Am Schluss hat sich noch ein Mann zu mir gesellt. Da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, hier über die Gegend und so. Und es geht jetzt weiter Richtung Nackenheim. Das sind 2,5 Kilometer und bis nach Mainz 14 Kilometer. Ich habe mal kurz Halt gemacht an einem Rheinkilometer-Schild. Und zwar, wie gesagt schon, die großen Tafeln sagen die Rheinkilometer aus. Aber zusätzlich gibt es noch große Tafeln mit schwarzen Kreuzen drauf. Die haben dann die 500er Markierung. Und dann gibt es noch kleinere, da muss ich mal kurz gucken, ja, mit Zahlen drauf. Die haben dann die 100 Meter Einteilung. Ja, und wie gesagt, habe ich ja schon vorher, in Konstanz fängt es an. Und in Höck von Holland enden die Rheinkilometer oder verschwinden in der Nordsee. Und hier haben wir jetzt gerade Astbruchgefahr. Aber das Risiko gehen wir jetzt mal ein, da fahren wir durch. Und hier auch noch mal ein Hinweisschild. Hier liegen doch jetzt einige Äste im Wasser, habe ich gesehen. Es scheint hier nicht ganz ungefährlich zu sein, aber ich denke, im Moment wird nichts passieren. Ja. Und zudem sind wir hier jetzt gleich in Mainz. Radweg ist jetzt im Moment nicht mehr asphaltiert, aber geht trotzdem gut zu fahren. Und der Vorteil ist halt hier wieder, ist man direkt am Rhein. Und hier liegt ein ziemlich großer Ast im Rhein.
Also die Hinweisschilder hier im Aßbruch haben schon ihre Bedeutung. Jetzt habe ich auch gerade das Gebiet mit Aßbruchgefahr verlassen. Da vorne sehe ich schon eine Brücke. Da müsste, glaube ich, dann Mainz-Laubenheim sein. Bei Mainz-Weißenau ging es eben noch durch Industriegebiet und jetzt bin ich hier unten wieder am Rhein bei Mainz auf diesem asphaltierten Weg. Ja, im Moment fahre ich hier in Mainz am Rheinufer entlang und genieße das schöne Wetter. Und jetzt bin ich auch angekommen am Mainzer Dom. Hier ist das Gutenberg-Museum. Ja, heute ist Freitag, da ist natürlich auch Markt in Mainz. So, jetzt ging es einmal um den Dom rum, aber dann nichts wie zurück wieder an der Rhein. Da ist doch ganz schön viel los wieder am Dom. Und habt ihr gesehen, die in Mainz haben sogar eine Mainzelmenschenampel. Ich bin jetzt auch an der Brücke hier angekommen in Mainz.
Und da will ich jetzt auf die andere Rheinseite, und zwar auf die hessische Rheinseite machen, und will da rechts rheinisch den Rhein weiter hochfahren. Mainz hat auch was Besonderes, soweit ich weiß, sind da drüben auch noch Mainzer Stadtteile, die hessisch sind. Und Wiesbaden ist da auch noch da drüben dann. Die können sich ja gut leiden, die Mainzer und die Wiesbadener. So, ein alter Römer hier noch. Rüber von der Mainz-Castella-Seite aus nach Mainz rüber. Die Sonne blendet ein bisschen. Nach Edwil sind es ungefähr noch 14 Kilometer, das ist so mein nächster Zielort. Und zum Oberrhein zu sagen, jetzt, der ja jetzt gleich fertig ist, das soll irgendwo enden zwischen Mainzer Becken, wo wir uns jetzt hier befinden. Und zwischen Bingerloch, also da fängt dann auch das Mittelrheintal an, das wo ich dann aber erst nächstes Jahr anfange zu bestreiten. Wieder ein Stückchen durch Industriegebiet, aber jetzt bin ich wieder unten am Rhein und kann wieder den Rheinradweg weiterfahren, immer weiter Richtung Edwil. Biebrich ist erreicht. Jetzt fahre ich gerade entlang hier am Rhein in Biebrich. Hier am Rhein ist ganz schön was los. Das war jetzt gar nicht so einfach für mich, da durchzukommen. Ja, an der Brücke, wo ich jetzt gerade unten durch war, da war ich schon vorne am Rhein gewesen. Da ging es absolut nicht durch, war aber kein Hinweisschild und nichts. Da bin ich jetzt wieder zurückgefahren auf die Bundesstraße. Ich bin jetzt hier gelandet und muss jetzt leider hier wieder entlang fahren. Aber mittlerweile sind wir in Schierstein.
Wiesbaden haben wir jetzt auch schon Ausblick auf den Taunus. Will noch 2,6 und Rüdesheim noch 25 Kilometer. Da ist für mich heute auch Schluss. Dann geht es dann mit der Fähre nach Bingen rüber. Ja, Niederwalluf und Walluf ist jetzt auch passiert und wir sind jetzt gleich in Edwil. Edwil am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis. Durch Edwil bin ich jetzt auch durch. Ich habe es geschafft. Ist halt der Nachteil, wenn das Wetter mit dem Oktober noch so super schön ist, da ist überall voll. Naja, weiter geht's. Und die 500er Marke haben wir auch schon lange geknackt. Nämlich wir sind schon bei Rheinkilometer 513. Österreich 2,9 Kilometer, Rüdesheim 12 Kilometer. Die Hochwasserumleitung müssen wir bei dem Sommer und bei dem Herbst bestimmt nicht fahren. Österreich fahre ich gerade mit den Schiffen ums Rennen. Ja. Mit dem Schiff bin ich jetzt schon eine ganze Weile auf einer Höhe. Und es ist einfach herrlich bei so einem super Herbsttag. Es ist ja auch eigentlich schon noch Sommer. An diesem Weinverlader gerade. Das sieht interessant aus, das gucke ich mir jetzt gerade mal ein bisschen näher an. Ja, und hinter mir geht es hinter der Bundesstraße durch nach Österreich. Ein Blick rüber auf Österreich. Österreich vorbei und jetzt bin ich bei Österreich-Bingel und hier geht es den Rhein weiter hoch Richtung Rüdesheim. Der Stein hier bei Österreich-Bingel soll ca. 400 Millionen Jahre alt sein und er ist aus Taunusquarzit. Thank you.
Jetzt bin ich auch an Geisenheim vorbeigefahren und nächster Ort ist dann Rüdesheim. Unser heutiges Etappenziel liegt dann aber auf der anderen Seite, wo Bingen heißt. Ja, und hier haben wir schon mal die Rüdesheimer Wasserschutzpolizei. Die alte Brücke hier muss ich mir jetzt doch mal ein bisschen genauer angucken. Die Hindenburgbrücke. Die Hindenburgbrücke wurde am 16.08.1915 eingeweiht und am 15. März 1945 durch die deutsche Wehrmacht zerstört. Hier noch einmal die Ruine der Hindenburgbrücke. Und da steht sogar noch ein Pfeiler im Wasser von der Hindenburgbrücke. Rüdesheim am Rhein. Ein schönes Städtchen haben wir erreicht. Und jetzt seht ihr hinter mir Rüdesheim mit seiner berühmten Drosselgasse. Von Rüdesheim nach Bingen. An so vielen Fähren bin ich vorbeigefahren heute und jetzt darf ich mal Fähre fahren. Wir blicken nochmal zurück auf Rüdesheim. Und nochmal ein schöner Blick rüber auf Rüdesheim. Thank you.
Und hier bei Bingen fließt auch die Nahe in den Rhein. Hier seht ihr die Nahe und hier ist der Rhein. Mündung beende ich auch meine heutige Etappe. Es war wieder eine super Herbsttour. Damit ist auch der Oberrhein beendet. Der endet nämlich hier in Bingen und das Mittelrheintal fängt an, dass ich aber erst nächstes Jahr 2019 weitermachen werde, weil dieses Jahr reicht es nicht mehr im Herbst. Es wird dann einfach zu früh dunkel. Da sind die Etappen zu kurz dafür. Okay, wir sehen uns dann 2019. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen in Bingen und habe hier noch ein schönes alkoholfreies Radler, auf das ich mir noch schmecken. Ciao und tschüss, macht's gut.